Hallo, wir sind das L-Team, Schnittstelle für regionale Jugendbeteiligung und machen eine Videoreihe auf Instagram, in der wir die Wahlprogramme zur Oberbürgermeisterwahl in Görlitz vergleichen. Wir hoffen, dass wir euch bei der Wahlentscheidung helfen können. Die Partei Die Linke setzt sich für neue, moderne Sportanlagen ein, für die Sanierung des Helenbads und für mehr Transparenz der Öffnungszeiten von Sportanlagen. Sie findet die Etablierung von zeitgenössischer Kultur und Musikfestivals wichtig. Sie setzt sich für den Erhalt des Theaters und damit auch des Jugendtheaters ein. Der Ausbau des Streckennetzes von Klingewalde über Skorzelec bis an den Berzsee ist für sie wichtig. Des Weiteren soll eine schrittweise Einführung eines ticketfreien öffentlichen Nahverkehrs erfolgen. Die Verbesserung der Nachtverkehrsanbindung und eine radfreundliche Stadt durch Fahrradleihstationen und mehr Abstellmöglichkeiten geschaffen werden. Damit Jugendliche mehr zur Stadtentwicklung beitragen können, setzt sie sich für eine zielgruppenorientierte Beteiligung von Jugendlichen an Stadtentwicklung und Politik ein. Sie außerdem für eine Einführung eines Jugendparlaments und die Förderung von zweisprachigen Beteiligungsprojekten. Sie engagiert sich für die Förderung von Jugendkulturprojekten, die Schaffung guter Bedingungen für die Freiwillige Feuerwehr und für die Verfügungstellung von Räumen und Ressourcen für Vereine und Initiativen. Die Gestaltung vielfältiger Freizeitmöglichkeiten am Berzsee ist notwendig und bezahlbarer Wohnraum sollte geschaffen werden. Sie will bürgerschaftliche Initiativen zur Bespielung öffentlicher Plätze fördern. Zudem soll es eine ausreichende Versorgung mit Schulen in Görlitz geben und zahlreiche Kultureinrichtungen. Legale Malflächen zum Graffiti-Sprayen sollen geschaffen werden und des Weiteren auch Jugendcafés. Die Hochschule Görlitz-Zittau soll sich zu einer Europaschule mit technischen Studiengängen weiterentwickeln. An Schulen soll es ein regionales und kostenfreies Mittagessen geben, eine Hausaufgabenhilfe und die Vermittlung zwischen Schulen und Vereinsangeboten soll geschaffen werden. Schulen aus Görlitz und anderen internationalen Städten sollen Austauschprogramme fördern. Die Eintrittspreise für Schwimmhallen, Sportplätze und Museen und weitere sollen erschwinglich sein.